ihr Lieben, ich grüße euch. Ich hatte so einen erfüllenden, reichhaltigen Tag heute. Es ist heute der 1. Oktober und ich habe gerade eine Gruppe starten dürfen mit Klienten von uns mit der Überschrift Money Healing, Reichtum verkörpern, und habe da so ein paar Insights, die ich aus diesem höchst schwingenden aller Räume hier auch gerne in die Welt richten mag und zu euch allen richten mag, damit ihr profitieren könnt von dem, was wir da so erarbeiten zusammen. Ja, Menschen, die sich treffen, um Reichtum ohne Schuld und Scham zu verkörpern. Zunächst mal, mein Name ist Chris Katoll. Ich bin Papa von 6 Kindern mit meiner geliebten Kathi zusammen seit 27 Jahren. Wir haben die Soulflow Akademie gegründet, Bewusstseinsschule der neuen Zeit, in der wir als Wachstumsbegleiter Familien in den Reichtum und in die Freiheit verhelfen. Wir sind Business-Mentoren der neuen Zeit und der ersten Stunde des Internets. Wir haben die Online-Kongresse nach Deutschland gebracht. Wir sind Buchautoren, Investoren und eine Weltreisefamilie seit 2 Jahrzehnten mit unseren Kindern zusammen. Wir sind so geehrt, weil auch unsere großen Erwachsenenkinder immer noch bei uns sind und wir gerade jetzt hier den Sommer über in Europa sind und frei unser Leben gestalten. Frei von Systemen, frei von Abhängigkeiten, frei von vielen Regelungen und Bestimmungen, unter denen viele sich unterordnen oder meinen, es zu müssen. Wir sind frei davon. Und wir zeigen Menschen, wie sie sich auch befreien können und ihre eigenen Regeln erschaffen können. Und so geht es eben jetzt besonders in diesem sensitiven Thema des Reichtums und des Überflusses, dass ja, eine der, wenn du als Familie Freiheit leben willst, einfach einen wichtigen Faktor spielt. Ja, und wir haben dieses Thema Reichtum so durchstiegen und so verkörpert, so untersucht auch, weil wir auch in den tiefsten Tälern der Illusion, der Trennung und der Armut uns aufgehalten haben und eben grenzenlosen Reichtum verkörpern und spüren, dass wir uns so reich fühlen. Und darum ging es in der Gruppe heute. Ja, und das sind die Worte, die ich gerne jetzt hier in diesem Soul Talk heute hier für euch weitergeben mag. Dass wirklicher, wahrer Reichtum aus den tiefsten Tiefen der Verwurzelung zur Mutter Erde und der Verbindung zum göttlichen Vater, den kosmischen Energien, die gebündelt alle hier auch auf der Welt von uns erfahrbar gemacht werden. Wir so reich sind und so diese überfließende Quelle, die in uns sprudelt, in jedem von uns, uns sehr so bewusst sind, dass wir noch nicht mal mehr besitzen müssen. Aus Reichtum heraus. Weil es ist doch eh alles da. Warum muss ich irgendwas festhalten, irgendwas besitzen? Ich bin so gesehen auch das haben wir heute so besprochen, ich bin so wunschlos. Es gibt keine Wünsche, ich habe doch eh alles. Und wenn irgendwas auftauchen sollte, dann kaufe ich mir das, leihe mir das vielleicht sogar lieber. Weil mit dem Kaufen ist immer so ein Ding, dann hast du irgendwas, was du besitzt, ja, und dann? Dann musst du es wieder loswerden oder du musst es irgendwie pflegen, du musst es unterstellen, du das Besitz auch. Und in der Verkörperung des grenzenlosen Reichtums braucht man gar nichts mehr besitzen. Das ist doch eh alles da. Das ist doch alles, was ich nur haben könnte oder mir wünschen könnte, bin ich doch schon. Und wir hatten heute auch mit den vielen Kunden in unserem Money Healing so das Bild von diesem Baum, dass wenn wir in die Natur gucken, aus der wir stammen, in die wir wieder hin zurückgehen, die Natur kennt keine Verknappung. Wenn jetzt im Herbst die Bäume Früchte tragen, dann ist es immer im grenzenlosen Überfluss vorhanden, die Früchte. Die Apfelbäume, es gibt so viele Äpfel, kein Mensch kann die essen. Die fallen auf den Boden,
die vielen überflüssigen Äpfel und tragen die Samen in sich, um wieder neue Bäumchen zu erzeugen. Bei uns in Costa Rica ist es noch klarer sichtbar, weil du immer irgendwelche Bäume hast, die im Überfluss Früchte produzieren. Wenn da Mango-Season ist, du unter einem großen Mangobaum läufst, da wartest du knietief in Mangos. Das ist Überfluss, das ist mehr, als wir je essen oder benötigen könnten, in der Natur, im Universum vorhanden. Und wenn man das fühlt und das spürt, warum muss ich brauche nichts besitzen, ich brauche nichts festhalten, es ist doch eh alles da, ich bin doch eh alles, ich trage alles in mir, es ist alles möglich mir. So erlebe ich das bei unseren Kindern auch immer zu den Geburtstagszeiten, ja, unsere Kinder alle miteinander immer sagen, hey, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll, ich habe doch eh alles. Ich habe doch eh alles und wenn ich irgendwas brauche, dann brauche ich doch nicht auf meinen Geburtstag warten. Ich kriege das doch eh, wenn ich mir was wünsche, wird mir das eh immer gegeben und ihr ermöglicht mir das. Ich habe gar keine Wünsche. Wir machen an Geburtstagen immer eher oft und im Leben eher oft Erlebnisse zusammen. Das ist unsere Währung des Reichtums. Erlebnisse. Schöne Dinge gemeinsam zu erfahren. Oder als Geschenke wertschätzen wir das so, wenn wir dem anderen was basteln, mit unseren eigenen Händen, mit Liebe irgendwas machen. Ich mal zu jedem Geburtstag immer ein Geburtstagsbild, was immer zu großer Belustigung in der Familie führt. Hab mittlerweile da auch ein bisschen einen Spaß draus gemacht, dass irgendwie die Augen immer in verschiedene Richtungen gucken und eine Hand 6 oder 7 Finger haben. Das finden die Kinder immer witzig, dass ich so ein bisschen meine Künste, die begrenzt sind im Vergleich zu meinen Kindern, die unglaublich begabte Künstler sind, alle miteinander, weil sie ja, malen, so viel malen. Und so ist das was Wertvolles für uns, dass ich ein Bild male, dass wir zusammen mal fragen, was willst du denn heute machen? Und dann gehen wir mal um den Wasserpark oder wir machen irgendwas zusammen als Familie. Ja? Aber wenn du unsere Kinder sonst fragst, und das ist die Essenz, von der ich heute spreche, sagen sie dir, ich bin wunschlos, ich habe keine Wünsche. Weil alles, was ich mir wünschen könnte, ist mir doch sowieso immer ermöglicht. Sofort. Ich krieg doch alles, was ich brauche oder was ich mir irgendwie wünschen könnte, ist doch eh da, ist doch eh ermöglicht. In dem Bewusstsein leben wir als Familie. Wir haben keine Wünsche. Es ist, was natürlich auch wieder, das braucht man jetzt nicht falsch verstehen, das Ego will da gerne so, ja. Das heißt nicht, dass wir nicht Freude haben am Erschaffen und dass wir schöne Dinge erschaffen und ich diese Gruppen leite mit unseren Kunden, wo es um Reichtum geht und morgen startet eine andere Gruppe, wo es um das Online-Business der neuen Zeit geht. Dass wir neue Bauprojekte starten, ja? Dass wir irgendwie jetzt ein Anwesen irgendwo in Südeuropa kaufen. Also das heißt nicht, dass wir nicht aus dem Moment heraus Impulse verspüren an Dingen, die zu tun sind. Aber die kleine Feinheit, auf die ich hier hinaus will und mit der du in Resonanz gehen kannst, ist, dass Wünsche oft in einer unerwachten Art und Weise ausgedrückt werden, indem sie Trennung manifestieren. Weil wenn du nicht achtsam bist, wie du jetzt dieses Wort Wunsch benutzt, und deswegen will ich es hier gerade so ein bisschen ganz klar ausdrücken für uns alle, dann könnte die Illusion entstehen, dass du noch getrennt bist von dem, was du dir wünschst. Hier bist du im Jetzt und Hier und da ist dein Wunsch in der Zukunft und du bist getrennt davon. Und das ist, worauf ich hinaus will, das ist, wie wir das eben nicht fühlen und wie das in dem Überfluss des grenzenlosen Millionenstroms nicht stimmig ist. Ja, weil es ist doch alles da. Die Bäume bringen Früchte im Übermaß. Die Energie sprudelt aus uns heraus im Übermaß. Es ist alles da, es ist keine Trennung. Es ist alles, was ich mir nur wünschen könnte, ist doch schon erschaffen. Ich muss es nur pflücken und zulassen. Ja? Und versteht ihr den Unterschied, wie ich jetzt dieses Wort Wunsch hier so ein bisschen auseinandernehme? Wir haben keine Wünsche mehr. Wir haben alles. Und wenn was auftauchen sollte, dann kaufen wir uns das halt. Oder noch besser leihen uns das, weil
dann kann ich es auch wieder schön loslassen und muss mich nicht danach drum kümmern. Ja, deswegen fühle ich auch unseren Reichtum gerade so in diesem Millionärsminimalismus. Das ist ein gutes neues Wort. Dass wir nicht immer verwechselt werden mit dem Armutsminimalismus, der von so vielen Seiten gelebt wird, wo es um weniger und billiger geht. Bei uns geht es um mehr Reichtum und weniger Besitzen. Millionärsminimalismus gefällt mir so gut. Ja, auch mit unserem Haus in Costa Rica. Jetzt, ich lasse das lieber los gerade. Warum brauche ich kein Haus? So brauche ich ein Haus besitzen, wenn ich doch irgendwie mir 20 Häuser mieten kann, die jetzt im Augenblick gerade richtig sind. Ja. Wie gesagt, es mag sich auch ändern, wir kaufen jetzt vielleicht auch wieder irgendein Anwesen oder Land oder ein Haus, ja, aber gerade zumindest für die kurze Zeit, wo wir eben jetzt quasi so gesehen irgendwie obdachlos sind oder ohne Grundbesitz, der uns gehört, wir haben ja das Haus in Costa Rica noch, aber wir wollen es ja verkaufen, so, ja, und ich feiere das gerade so, hey, raus damit, lass loslassen in den Fluss des Lebens. Und ich kaufe mir und miete oder erschaffe mir das, was an dem Tag dran ist, und dann lasse ich es auch gleich wieder los. Weil ich brauche nicht besitzen, ich habe keine Wünsche. Ich bin so Überfluss, ich bin so in diesem Überfluss Energie verkörpert, dass alles da ist, was ich mir nur wünschen könnte, ohne es besitzen zu müssen. Und das war somit eine Essenz aus der Gruppe, die wir heute formiert haben. Wundervolle Seelen, die hier sind, um diesen Überfluss, diese Wunschlosigkeit und dieses Selbstverständnis des Pflückens, dass das Geld dir in den Schoß fällt, wie das Sterntaler-Mädchen, wo das einfach, du hältst dir nur den Rock auf und es regnen die Goldtaler hinein. Das ist eine Haltung, das darf man ja halt fühlen. Und wenn Menschen immer, so viele Menschen in diesem Mangel, in dieser Illusion des Mangels und der Trennung sich aufhalten und den rechtschaffenen Regenschirm der Armut aufspannen, während es Gold regnet und du unter deinem Schirmchen stehst und sagst, oh Mann, alle anderen werden mit Gold beschenkt und ich arme Wurst, ich armes Würstchen, ich bin hier trocken am Verhungern, während es Gold regnet. Ja? Und wir sind die Goldtalerchen, die den Rock oder das Nachthemd so aufspannen, dass die Goldtaler da reinregnen können. Das darf man visualisieren, das darf man fühlen. Das, was ich sage, ist, wenn du das fühlst, dann schau mal, wie sich deine Realität verändert. Und da sind wir jetzt heute zusammengekommen mit vielen Menschen in unserer Money Healing Masterclass, um dieses Bewusstsein und diesen Zustand zu feiern und alle Illusionen, alle trennende Illusionen, die diese Wahrhaftigkeit vernebelt, in die Sichtbarkeit zu bringen und mit nichts als Liebe zu wandeln. So dass unsere Teilnehmer oder dass wir zusammen in der Gruppe, dass alle, die jetzt mit dazukommen, diese Triggerpoints, die wir alle haben, wir sind ja nicht immer ausschließlich in höchster Energie verkörpert. Es passieren die ganze Zeit Dinge. Wir haben Geschichte, die wir mitbringen. Es passieren, sind Dinge in unserer Vergangenheit passiert. Es passieren immer wieder im Außen Sachen so, ja. Und was wir aber leben und was wir weitergeben jetzt in unserer Gruppe ist, dass diese Triggerpoints, die dich immer wieder, weil unsere Leute beschreiben jetzt auch in der Gruppe immer wieder so dieses Hoch-Runter. Ja, viel Reichtum und Armut. Voll himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist das Spiel, das 3D-Spiel der alten Welt. Und der unintegrierten, niedrig schwingenden Felder, die sich dann immer wieder aktiviert werden durch Triggerpoints. Und was wir tun und was ich in meinem Leben getan habe, die Hausaufgabe, ist, diese niedrig schwingenden Felder anzugucken, zu fühlen, zu untersuchen, zu spüren. Ja, dass die Lektion, die eigentlich hinter diesem Schmerz, hinter der Angst, hinter der Wut, hinter der niedrigen Schwingung steckt, die auf die mich auf die Suche zu begeben, um sie zu integrieren und jedes Mal gänzer zu werden, jedes Mal mehr zu heilen, jedes Mal Anteile von mir zurückzuholen und an die richtige Stelle sich bewegen zu lassen, Seelenanteile, wahrhaftige Anteile, und dadurch jedes Mal meine Schwingung etwas weiter zu erhöhen und jedes Mal mehr Stabilität und Sicherheit darin zu erlangen, dieses Spiel des Wandels leichter zu spielen,
Und wenn wir das nur lang genug tun, und das ist, was wir in der Gruppe üben, dann gibt es keine Trigger mehr, die dich dauerhaft in eine niedrige, dunkle Angstenergie führen können. Weil du so selbstverständlich in dieses Spiel des Wandels hineinkommst, um von niedrig nach hoch zu wandeln, um dauerhafter in einer hohen Energie des Flusses, in der das Geld und der Reichtum und die Energie durch dein Leben fließt, um dauerhafter an dieser Energie zu verkörpern. Und das ist das, was wir begleiten. Ja? Dieses Wandelspiel besser zu spielen und den Triggern in unserem Leben die Kraft zu entziehen, sie zu integrieren. Ja? Und immer leichter in die hohe Energie zu gehen, immer leichter und selbstverständlicher in diesem Fluss zu sein, in dem Geld ein selbstverständlicher Teil ist, wie die Luft zum Atmen und wie die Regentropfen in einem starken Gewitter ist das Geld Teil unserer Existenz. Und das ist, was wir heute so zelebriert haben zusammen in der Gruppe von Familien, alles Familien mit Kindern, die sagen Ja zu Familie und Ja zu Reichtum, beides zusammen. Wo du in der alten Welt immer dachtest, du musst dich entscheiden, entweder die erfolgreiche Unternehmerlaufbahn oder eine glückliche Familie. Und in unserem Feld, die Gruppe, die hier zusammengekommen ist, das sind alles Familien, Mamis und Papis mit Kindern, die das vereinen, die zusammen Reichtum und Überfluss und Geld im Überfluss mit einem glücklichen Familienleben zusammenbringen, dass das zusammengehört. Und das leben wir hier und das lehren wir und da helfen wir dabei. Und auch wenn die Gruppe jetzt heute gestartet ist, wenn du da Resonanz fühlst und auch gern diesen Überfluss so selbstverständlich erfahren magst und diese Kunst verstehen magst, wie du Triggerpoints, die dich bisher vielleicht leichter in den Abgrund gerissen haben, wie du da stabiler wirst. Und zwar so stabil irgendwann wirst, dass dich gar nichts mehr schreckt und schockt, sondern dass du selbstverständlich dich freust darauf, wenn nochmal was auftaucht, weil du es wandeln kannst. Dann melde dich. Wir begleiten. Wir unterstützen. Das ist das, was wir, die Kathi und ich, eine unserer Hauptaufgaben, die wir hier haben als Mentoren und Lehrer, ja, ist diese Integration von Familie und Reichtum den Menschen näher zu bringen. Und wenn du dann eine Resonanz spürst, dann melde dich. Würde mich sehr freuen. Ansonsten war dieser Soul Talk auch mit viel Frequenzen und höchster Energie angereichert, die du spüren kannst, wenn du es dann zulässt. Und damit ende ich. Ja, könnt uns kontaktieren hier auf Instagram, wenn du es als Podcast hörst, in den Shownotes auf unserer Akademie-Seite soulflowacademy.com. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und allen Reichtum dieser Welt, der für alle im Überfluss vorhanden ist, die sich dafür entscheiden, ja, wie die Früchte im Oktober auch in Nordeuropa an den Bäumen hängen. Alles, alles Liebe. I love you all. Wir lieben dich auch alle. Schreibt ihr hier im Chat. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.